Der Partei, die Basis, hatten ja die nextscientistsforfuture.de nicht nur eine Gesundheitsreform empfohlen, sondern eine Gesamtreform, vor allem ein Diskutieren mit der weltberühmten Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber und über Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft der Next Scientists for Future, auch über Leistungswettbewerbskommunismus sollte man diskutieren und so weiter. All das, was in der Mitte ist, ja. Also wir haben ja in der Gesellschaft links und rechts haben wir, ganz links haben wir den Pseudokommunismus, DDR, den hoffentlich, ja, den leider immer noch viel zu viele irgendwie wiederholen wollen oder Konzepte haben, die im Prinzip nur die Neuauflage vom Alten bedeuten. Und dann haben wir diesen bösartigen neoliberalen patriarchalen Raubtierkapitalismus, soziale Marktwirtschaft beschönigend genannt. Eigentlich musste uns ja klar sein, dass weder in der Katastrophe Kapitalismus noch in der Katastrophe Pseudokommunismus irgendwas Interessantes liegt. Also die sollte man wegstreichen. Und in der Mitte liegt dann eben die Welt des Gemeinwohlorientierten. Und am rechten Rand des Gemeinwohlorientierten finden wir den Leistungswettbewerbskommunismus oder Leistungs- und Wettbewerbskommunismus. Und links daneben dann eben die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future. Und ganz links von dieser Mitte findet man die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber und so weiter. Aber die interessanten Lösungen für eine neue Partei wie die Basis, also das Alleinstellungsmerkmal, hätte eben am Ende ausschließlich in dieser gemeinwohlorientierten Mitte der Konzepte gestanden. Ja, und darin war ja auch unsere Gesundheitsreform, dass wir gesagt haben, der Arzt muss belohnt werden für bewiesene Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung. Und diese jetzt GMX, also der Mainstream, GMX berichtet wirklich, alle Berichte von GMX sind eigentlich ziemlicher Mainstream, ja? Und die berichten jetzt eine Sensationsstudie, die also jetzt Weltrat und Next Scientists for Future noch einmal voll bestätigen. Bitte lesen Sie sich das durch, lesen Sie das. Da unten der Titel, Nutzen und Kehrseite der Medizin. Na? Jetzt muss ich gucken, was hier los ist. Ah ja, ich muss Ihnen das markieren hier. So funktioniert das. So. Und jetzt bitte auf Stopp drücken. Also das Video auf Stopp drücken, lesen. Und dann jetzt wieder auf Stopp drücken. Ich sage jetzt nicht mehr Stopp drücken. Sie müssen jetzt jede einzelne Seite immer wieder auf Stopp drücken und lesen. 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 So, und hier gehe ich nochmal zurück. Steht die Prävention oft nur auf dem Papier? Sie trifft, analysiert Heikenwälder auf enorm große Widerstände aus der Ärzteschaft, der Pharmaindustrie und der Politik. Denn wenn alle Menschen gesund sind, geht niemand mehr zum Arzt. Er würde sich selbst abschaffen. Und das wäre doch gut so. Das wäre im Gemeinwohlsinne gut so.
Und wir können das auch erreichen. Im Moment trifft es ja nur deswegen auf Widerstände, weil der Belohnungs- und Bezahlungsschlüssel kapitalistisch ist. Das heißt, nur wenn viele krank sind, kann ich auch viel verdienen. Also ist Krankheitsförderung das nicht bewusste Ziel des Gesundheitswesens, das nicht bewusste Arbeitsziel. Ja? Und aber Gemeinwohlwirtschaft, da wird der einzelne Arzt belohnt dafür, wenn er möglichst viel Gesundheit und möglichst viel Abwesenheit von Krankheit erzeugt. Und dadurch würde der einzelne Arzt darauf hinwirken, die Krankheit abzuschaffen. Und das ist doch auch gut so. Und am Ende gibt's vielleicht in ganz Deutschland noch 10 Ärzte, 20, 30, 50 Ärzte oder in jeder großen Stadt noch einen Arzt, der alles unterrichtet, was es zum gesunden Leben braucht und für die Gesundheit in der gesamten Stadt sorgt oder der gesamten Region sorgt. Einen Heilpraktiker, einen Arzt, ein Team, ein Gesundheitsteam. Und das reicht doch auch. Für die ganz wenigen, die dann noch krank werden. Also erstens, das Gesundheitskursangebot, das wäre dann vielleicht eine große Firma. Also in der Stadt Köln wäre das vielleicht ein großes Gesundheitsteam. Mit lauter Kursen, die Gesundheit fördern. Und die wären dann ein riesiger Betrieb sozusagen, wo Gesundheit gefördert wird. Da gehört alle Formen von Gesundheitssport dazu, da gehört alles über Ernährung dazu und Tanzen, Singen, Musizieren vielleicht dazu und so weiter. Und am Ende bräuchte es ganz wenig Ärzte und das ganze Land wäre gesund. Und das wäre doch genau im Sinne des Gemeinwohles das einzig Richtige, dass endlich unsere klugen Menschen nicht mehr Zeit vergeuden müssen, sich mit Krankheiten rumzuschlagen als Ärzte, sondern dass sie sich darauf konzentrieren können, etwas zu erforschen und zu bauen und zu machen, was dem Gemeinwohl nützt und so weiter, dann, wenn wir praktisch alle schon gesund leben dürfen. Ja, ja, und das ist doch sinnvoll. Ja, also die Aufgaben gehen uns doch nicht aus. Und wenn wir am Ende alle, die früher Ärzte waren, darauf verwenden, was wir machen, wenn denn dieses Sonnensystem geht irgendwann kaputt und dann geht dieses Sonnensystem geht kaputt, also automatisch geht auch die Erde kaputt, wenn die Sonne sich zum roten Riesen aufbläht, ja, dann verbrennt sie die Erde spätestens dann, ja, und letztendlich brauchen wir eine neue Heimat. Also dann sollen doch die jungen Leute, anstatt unsinnigerweise Krankheit zu fördern und sich kapitalistisch Geld zu verschaffen, doch im Gemeinwohlsinne, also das heißt in der Gemeinwohlwirtschaft, belohnt werden dafür, dass sie die Krankheit abschaffen sozusagen und stattdessen sich drum kümmern, wo wir denn wohnen sollen, wenn dieses Sonnensystem kaputt geht. Und dann müssen wir uns Gedanken machen, wo wir denn hin sollen, wenn dieses Universum kaputt geht. Denn das hat auch nur eine gewisse Lebensdauer. Auch dieses Universum stirbt irgendwann. Und dann müssten die Menschen ja wenn sie denn weiter leben wollten, müssten sie ja woanders hin, ne? Und da ist doch genug zu tun, ne? Also, also das ist eben dieser Wechsel vom kapitalistischen Belohnungsschlüssel zum leistungswettbewerbskommunistischen Belohnungsschlüssel beziehungsweise zum Gemeinwohlbelohnungsschlüssel. Da wird der Arzt dafür belohnt, wenn er die Krankheit abschafft und damit sozusagen dafür sorgt, dass man mit ganz wenigen Ärzten vollständige Gesundheit im ganzen Land und auf der ganzen Welt erzeugen kann. Ja, das ist doch aber genau richtig so, ja. So, ich klicke Ihnen das noch zu Ende.
Also, wenn Sie nur eins in Ihrem Leben lesen, dann diese Studie, weil Sie da eine ganz nüchterne Studie sehen, die alles, was die Next Scientists for Future sagen, ja im Prinzip bestätigt zu 100%. Lesen, stoppen, lesen. Video stoppen und lesen. Video stoppen und lesen. Ja, das war's doch schon. So, das war's, ja. Ja, und letztendlich bedeutet das, das, was die Next Scientists for Future der Partei die Basis empfohlen haben, nämlich dass es unbedingt eine gemeinwohlorientierte Gesundheitsreform braucht, dass man über Gemeinwohlwirtschaft und von mir aus auch über, es sind ja auch viele linke Leute in der Basis, dann sollen sie doch über Leistungs- und Wettbewerbskommunismus diskutieren, ja, alles in Ordnung. Nur in diesem Mittelbereich, aber sie sollen doch nicht wieder auf alte kapitalistische und pseudokommunistische DDR-Konzepte zurückgreifen, was leider im Moment der Fehler ist, ja? So, und ab jetzt wieder unten rechts an dem rundlichen Ding hier, das ungefähr hier ist, bitte auf zweifache oder anderthalbfache Geschwindigkeit stellen, da ich ja so langsam spreche. Und ja, und wie gesagt, wenn die Basis das nicht schafft, also sich nicht lösen kann von pseudokommunistischen DDR-Vorstellungen und auch nicht auf der anderen Seite von kapitalistischen Vorstellungen trennen und lösen kann und nicht offen ist für die Gemeinwohlwirtschaft, die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaft, Gemeinwohlgesellschaft, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und so weiter. Wenn Sie für diese Debatte und nicht lernfähig und auch nicht, also wenn Sie weiterhin beratungsresistent bleibt, wie Sie sich ja bis jetzt gebärdet, und auf den Schwarm der Personen ohne Kompetenz setzt, dann wird das nichts werden. Ne? Dann kann das alles nichts werden. Und dann brauchen wir eben doch, hier kommen wir alle nicht aus ohne die Partei des Gemeinwohls. Das ist also die einzige Partei. Bis jetzt sind es ja nur die ÖDP, die Grünen und so weiter und die Linke, die sich immer mal so in Lippenbekenntnissen zur Gemeinwohlwirtschaft bekennen, zur Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber ansatzweise bekennen, aber in Wirklichkeit nichts davon umsetzen. Und die einzige Partei, die für diesen Mittelbereich von Gemeinwohlökonomie auf der linken Seite, Gemeinwohlwirtschaft, Gemeinwohlgesellschaft und dann Leistungswettbewerbskommunismus. Für diesen gesamten Mittelbereich aller Konzepte gibt es nur eine einzige Partei. Und das ist eben diese Partei des Gemeinwohls. Lesen Sie sich da also das Programm durch und alles. Und jetzt noch ein paar Bemerkungen. Ja, die Partei Die Linke. Ja, das Problem ist ja, man kann jetzt natürlich unterstellen, dass die Konzerne und Lobbyisten in unserem jetzigen bösartigen sozialmarktwirtschaftlichen Kapitalismus, dass die natürlich Druck Richtung Politik machen, dass sie vielleicht sogar bessere steuerliche Bedingungen in Deutschland vorfinden als in der Restwelt. Insofern würde gelten, man kann dann vielleicht, so wie die Linke das will, noch ein bisschen mehr Steuern erheben bei den Reichen als bisher, indem man also quasi den Einfluss der Konzerne und Lobbyisten wieder zurückschiebt, sozusagen. Ja? Man könnte das machen. Die Frage ist nur, wo der Sinn darin ist, ja? Wo ist der Sinn darin für einen Staat eben nicht letztendlich den erfolgreichen, leistungsfähigen, den Arbeitsplätze schaffern, denen
Ist es nicht sogar sinnvoll, denen relativ viel Investitionskapital in der Hand zu lassen? Die können sich sowieso alles leisten. Also dieser ganze Neid bringt eh nichts, weil die wirklich Reichen können sich sowieso alles kaufen, was es auf der Welt zu kaufen gibt. Das können sie, da können sie so viel Steuern erhöhen, wie sie wollen, die können sich immer noch alles kaufen. Im Moment ist das nun so, ja, aber bei den Steuern, da nehmen sie denen eigentlich nur Investitionskapital weg. Und in welcher Hand ist dieses Investitionskapital besser aufgehoben? Und außerdem ist die Frage, ist es wirklich so sinnvoll, dass wir alles dafür tun, dass die Leistungsschwachen oder nennen wir sie ruhig Minderleister im Gegensatz zu den Höherleistern, die also genetisch zum Beispiel über geringere Intelligenz, über kleinere Gehirne verfügen und so weiter. Das ist ja das Entscheidende, dass also wo ist das? Der große Zentralirrtum, der große zentrale vorteilbringende Irrtum der Sozialspartler ist ja, dass die Evolution entweder, dass sie von vornherein sagen, die ganze Evolution ist falsch und gibt's gar nicht. Und dass sie, wenn sie sagen, ja, die Evolution gibt's, dann verstehen sie aber sie aktiv miss, indem sie nicht erkennen, dass die Evolution ein Ungleichheitserzeuger ist. Mutation und Selektion, Variation und Selektion, da geht es um nichts anderes als Ungleichheiten bei den Kindern, immer dafür zu sorgen, dass unter den Kindern sozusagen eine gewisse Breite der Unterschiedlichkeiten besteht, damit dann sozusagen sich alles Mögliche weiterentwickeln kann, weil können nämlich Kinder, die Eigenschaften haben, die besser in die Umwelt passen als vorher, die können dann wieder mehrere Kinder bekommen und dadurch verändert sich sozusagen das Leben und passt sich sozusagen den Gegebenheiten und Veränderungen in der Natur und der Welt optimal an. Das heißt also, Ungleichheitserzeugung war also sozusagen der Renner für Materie, für lebendige Materie, ja? Und deswegen muss es Leute geben, die größere Gehirne haben und kleinere Gehirne haben, größere Intelligenz, kleinere Intelligenz. Es gibt ja auch körperlich längere, es gibt kürzere Menschen. Es wird auf Ungleichheit hin erzeugt. Und das Leugnen, also der zentrale vorteilbringende Irrtum der Sozialspartler ist, nein, sie sind alle Genies, alle, zum Beispiel alle neugeborenen Kinder, egal welche genetische Ausstattung sie haben, das sind alles potenzielle Genies, da braucht man nur so ein bisschen Bildung drauf zu schütten, bessere Bildung, dann werden die alle zu Genies. Und das ist leider ein Riesenirrtum, denn die mit den kleineren Gehirnen erreichen trotz bester Bildung nur einen, auch wenn die Bildung absolut super ist, erreichen die nur einen gewissen Leistungslevel und andere, die größere Gehirne haben und genetisch die Bedingungen für bessere Intelligenz haben, die erreichen einen viel höheren Leistungslevel. Und diese Unterschiede, ja, und die Frage ist halt, wie sinnvoll ist es überhaupt hier, viel Nachwuchs zu haben, denn darauf wirken ja dann eben, ja, also wenn ich jetzt viel Umverteilung mache und die Steuern gewaltig erhöhe, ja, dann finanziere ich damit, dass es hier mehr Kinder gibt. Aber tut das einer Gesellschaft gut? Brauchen wir nicht, wie alle Arten der Natur, hier die Kinder, und möglichst hier gar keine? Ja, also das ist doch in der Natur gibt es lauter Regelmechanismen. Jede vernünftige Art sozusagen hat Mechanismen, die dafür sorgen, dass im Wesentlichsten
Kinder nur in diesem Bereich geboren werden. Zumindest, also Männer zum Beispiel, männliche Lebewesen nur Zugang zu den Eizellen, auch wenn vielleicht alle Frauen Kinder bekommen, was auch nicht überall der Fall ist. Es gibt auch viele Mechanismen, wo sozusagen auch nur die fähigsten Frauen die Kinder bekommen. Aber praktisch überall ist es so, dass quasi nur die fähigsten Männer überhaupt den Zugang zu den Eizellen kriegen, ja? Und dadurch sorgt die Natur im Wesentlichen dafür, dass die Kinder hier aus diesem Bereich sind. Und da gibt es genug Ungleichheit, und so dass die Selektion angreifen kann und die Weiterentwicklung der Art gewährleistet ist. Es braucht nicht die Tatsache, dass auch hier Massen an Kindern geboren werden. Und was würde die Linke damit machen, mit dieser Umverteilung? Sie würde eigentlich dafür sorgen, dass wir hier mehr Kinder bekommen. Darüber müsste man diskutieren, ob das einfach gut ist oder schädlich ist für die Zukunft Deutschlands, ne? Und außerdem muss man halt gucken, will die Linke sozusagen mehr Steuern erheben, also denn wir müssen gucken, ab wann wandern die hier ab aus Deutschland? Weil das bedeutet dann, also wie gesagt, wenn wir pro Jahr angeblich, ich weiß nicht, 250.000 Abwanderer haben, also entscheidend ist die Frage, spielt die Steuerlast und die Steuererhöhung und die Tendenz der Linken, vielleicht dann sogar mit SPD und Grüne und Linke, vielleicht gemeinsam die Steuern zu erhöhen, spielt das eine Rolle für das Abwanderungsverhalten von leistungsfähigen Menschen raus aus Deutschland? Ja? Denn das wäre das Todesurteil Deutschlands. Ja? Wir kriegen Zuwanderung aus allen Teilen der Welt, auch aus dem wenig leistungsfähigen Bereich Menschen, niedriger Bildung, niedriger Intelligenz und so weiter, und kriegen dann eine Riesenabwanderung der Fähigsten. Dann ist natürlich Deutschland tot. Ja, das ist klar, dass dann Deutschland irgendwann ganz kaputt geht und ein bettelarmes Land wird und eben ein dritte Weltland wird irgendwann. Ja, ja und die Frage ist, kann man die Steuern noch erhöhen, ohne dass hier wirklich wir bluten und Abwanderungen haben? Und das müsste man dann halt mal wirklich klären, wie das wirklich ist. Ich will da nichts Endgültiges entscheiden. Ne? Und dann noch ein Punkt, Krankenhausbelegungen. Da ist also sozusagen, das kontrastiert ja mit unserem heutigen Hauptthema, nämlich dem Lesen dieser Studie, ja, dass eben, das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet. Man tut so, als wären die Menschen, die darüber entscheiden, wer in ein Krankenhaus kommt oder nicht, als seien das gemeinwohlorientierte, gemeinwohlmotivierte, nach Gemeinwohlschlüssel bezahlte Menschen, die nur das Wohl des Ganzen im Blick haben. In Wirklichkeit handelt es sich in diesem brutalen Kapitalismus um geldsüchtige, profitsüchtige Leute, die quasi damit ja ihr eigenes Verdienen selbst bestimmen können, indem sie sagen, zum Beispiel leichtfertig jemanden ins Krankenhaus schicken, wegen einer, ja, vermuteten oder unterstellten oder was auch immer, Corona-Erkrankung und so weiter. Und diese Menschen sind ja unendlich weit entfernt von einem gemeinwohlmotivierten Menschen. Es sind profitsüchtige, profitgeile, könnte man auch sagen, Menschen, die quasi damit das Verdienen ihrer eigenen Branche selber bestimmen können durch
Diagnosegepflogenheiten. Und das ist so unglaublich, dass ein Staat so krank sein kann, dass er solche unendlichen Fehler macht. Aber es ist, eigentlich sollte mich ja nichts mehr überraschen. Also eigentlich, da kann man einfach nur noch unendlich den Kopf schütteln, wie man so inkompetent sein kann, dass man also jetzt sozusagen profitsüchtigen und profitgeilen Leuten die Lenkung des gesamten Staates übergibt. Ne? Das ist der Hammer. Ne? Aber so ist das. Aber das ist eben, allen fehlt das Bewusstsein, dass wir nur gut leben können, wenn wir uns völlig umstellen und letztendlich auf die Partei des Gemeinwohls hören. Ne? Also damit ist alles gesagt. Ja, und dann abschließend nochmal die Einladung. Also im Moment laufen ja Annoncen, Gesprächskreis, Gemeinwohlökonomie, Weltrettung, Lebensgemeinschaften. Bitte bei uns anrufen, mitplaudern. Leute natürlich auch besonders aus dem Bereich Köln. Ja, tschüssi, bis bald. Und ja, tschüssi, bis bald.